So, hallo. Wir machen weiter. Bei Super Mario Wonders. Wir sind in Welt 3 angekommen. Und müssen hier halt Level spielen. Letztes Mal haben wir dieses Level schon gespielt. Dadurch haben wir hier eine Verschnaufpause. Okay, die Verschnaufpause machen wir später, wenn wir verschnaufen müssen. Jetzt machen wir erstmal hier das Rätsel-Level. Sehr gut. Rätsel der Lehre. Let's go. Genau. Gibt's irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Mir fällt gerade zumindest nichts ein. Wir spielen einfach die Level. So. Okay. Also. Ist das hier schon Teil des Rätsels oder geht's jetzt erst los? Oh, verdammt. Oh, okay, müssen wir jetzt hier mit 3 Millionen... Okay, wir müssen jetzt mit 3 Millionen... Okay, wir müssen mit 3 Millionen... Hier, geht's hier dann gar nicht weiter? Ach so, okay. Also wir müssen 3 Millionen versteckte... Wir müssen einfach versteckte Blöcke finden. Wann haben wir gedacht... Seit wann sind versteckte Blöcke? Oh je. Ich meine, gut, wir wissen, dass sie da sind. So. Wenn es nicht übertrieben schwer ist, meinetwegen. Aber seit wann sind versteckte Blöcke akzeptabel? Ich weiß es nicht. Ach Gott. Da wird schon nichts mehr hier sein, oder? Was hat das mit Rätsel zu tun? So, wir finden die halt einfach. Wo, irgendwo sind die halt. Ja. Okay. Ja, also versteckte Blöcke sind halt versteckte Blöcke. Ich... Bruder. Okay, da... Ja, okay. So, Nummer 4. Ja, dann findet man halt einfach jetzt hier Stück für Stück die ganzen versteckten Teile. Es ist okay. Jetzt finde ich nichts mehr. Wo könnte ich noch hin? Ah, da. Vielleicht von da oben aus irgendwo drauf. Also ist doch bestimmt von dieser Wolke aus noch irgendwas erreichbar. Aber woher soll man denn jetzt wissen, wo? Hüpfe ich wirklich so schlecht, dass ich es nicht erreiche? Oder ist hier oben nichts mehr? Ist hier in der Mitte noch irgendwo was? Hier an der Seite? Also irgendwas fehlt mir. Wer hätte es gedacht, ne? Vielleicht ist hier das... Hier noch irgend... Da, dass da noch oben drüber eins ist? Nee. Okay. Ach Gott, jetzt fehlt mir die letzte Münze. Aber die muss ja eigentlich oben sein, weil... Also die Münzen setzen sich ja auch fort mit hier, ne? Weißt du schon. Das gibt's doch jetzt nicht. Woran könnte ich denn sehen, wo die ist? Oh mein Gott, okay. Wow. Also, wo, wie soll man, woher soll, also, Real Talk, woher? Irgendwelche Anzeichen, die ich nicht... Vielleicht hätte es einen Anstecker gegeben, der mir die verraten hätte, aber... Ja. Also hier oben ist scheinbar wieder nichts. Dann versuche ich jetzt halt wieder unterwegs was Schwimmendes zu mit abzu... Ja, hier, okay. Wow! Oh mein Gott. Alter, weiß ich nicht. Wie findet ihr solches? Also, ne, das war halt reines Suchen. Das hat doch mit Rätsel nichts zu tun. Aber gut, wie auch immer. Jetzt brauche ich eine Verschnaufpause. So.
Unerreichbar. Sind das schon wieder versteckte Plätze? Was hat... Das hat mit einer Verschnaufpause gar nichts zu tun. So. Okay, tolle Verschnaufpause. Super. Ist das jetzt der Part der versteckten Blöcke? Ist das jetzt so ein Part? Okay. So, was haben wir hier unten? Ins Visier geraten. Let's go. Ich lasse erstmal mein Abzeichen. Ich mag diesen Hochsprung. Ah, okay, die visieren mich an und dann jiet ich die einfach weg. Cool. Gut. Ja, okay, wir wechseln zum Elefanten, wenn ich den hier schon bekomme. Sehr gerne. Plopp. Was ist gerade passiert? Aha. Da haben wir schon die erste 10er-Münze. Eine Plattform jagt die nächste. Halt, da in die Röhre komme ich bestimmt rein. Yes! Okay, da kann ich was ziehen. Yes! Oh, die ist unten. Gut. Wunderbar. Ab nach oben wieder. Endlich ein Level ohne versteckte Blöcke. War perfekt getroffen auf jeden Fall. Okay, hier müsste ich jetzt Wasser rein. Warte mal. Ich kann doch bestimmt hier auch Wasser aufladen. Ja, natürlich. So. Ja, wir lassen einmal die Feuerblume im Dings drin. Oh! Gib mir das. Nice. So. Ah, jetzt habe ich die Feuerblume verloren. Ja, okay. So viel dazu. Aber es gibt Schlimmeres. Brauche ich den irgendwo? Aha! So, easy! Und tschüss. Sehr schön, haben wir alle Münzen. Fehlt nur noch der Wundersamen. Und da ist er auch schon. Was passiert jetzt? Okay, es geht... Ah, es geht nach oben mal wieder. Sehr gut. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nicht gut. Nicht gut. Ah. Nee. So, jetzt weiß ich aber, wo die herkommen. Und das war's auch schon. Sehr schön. Und runter. Oh. Ja, okay. Jetzt fallen die mit mir, aber dann kriege ich die hier unten. Ist auch in Ordnung. Sehr gut. Hier noch irgendwas Mysteriöses. Das hier sieht irgendwie verdächtig aus, diese eine Lücke hier. Aber ich traue mich nicht. Und selbst wenn es ein Secret Exit gäbe... Können wir ja eh erstmal den normalen Exit machen. So, ne? Da ist ja nichts. Ist ja nichts dabei.
Hilfe, lass mich in Ruhe. Ich will die Blume hier bewässern. Achso. Kommt nichts Wichtiges raus, okay. Dann will ich mit euch hier hoch und dann haben wir's. Wunderbar. Erstmal abgeschlossen. Neues. Ne, ich wüsste nicht, wo hier ein Secret Exit sein soll. Alles gut. Noch eine Verschnaufpause. Du bewegst dich wie ein Blatt in der Brise, wie Wasser, das sanft durch das Flussbett fließt. Beeindruckend. Unter wie vielen Wasserfällen musst du meditieren, um ein solches Können zu erwerben? Null. Fump. So, Verschnaufpause. Braucht man nicht, aber let's go. Ebbe im Wasserloch. Was wäre jetzt, wenn man so ein Ding verpasst? Dann hätte man versaut. Dann könnte man, dann würde man wieder von oben starten. Okay, ich verstehe. Gut. Ich bin wirklich gespannt, wann ich die erste Verschnaufpause mal versaue. Dann wird es besonders peinlich. So. Ja, dann können wir jetzt nur noch das Piranha-Level machen. Ne? Jetzt haben wir hier alles erledigt. Let's go. Offensichtlich kriegen wir hier ein neues Abzeichen. Fump-Abzeichentest. Duck-Hochsprung. Okay, was geht denn jetzt ab? Sammle beim Ducken Kraft und springt dann. Ah, okay. So ein aufgeladener Sprung also. Oh, alles klar. Okay, ich verstehe. Aber das ist jetzt kein Abzeichen, wo ich sagen würde, das würde ich grundsätzlich mit mir mitnehmen. Das braucht man halt nur, wenn es ein spezielles Level gibt, wo man mal besonders hoch springen muss oder so. Also für einen Test ganz cool. Aber natürlich jetzt nichts, was ich dran lassen würde. Okay. Schön, schön. Prima. Toll gemacht und wir haben sogar das Abzeichen, dass er... Ja, gut, das ist der gleiche Quatsch wie immer. Das lese ich nicht mehr vor. Ich habe lange gebraucht, um diese Geheimtechnik zu meistern. Jahre. Und du hast sie so schnell gelernt. Nun, die nächste Herausforderung wird schwieriger werden. Ja, davon bin ich überzeugt. Also gibt es noch mehr Fump-Abzeichentests, ja? Zwischentest mit großen Sprüngen. Okay. Hätte ich da jetzt vielleicht den Ab... Naja, wir lassen. Wir werden machen. Wir werden sehen, was ich am Ende brauche. Yo, okay, die geht jetzt einfach sonst wohin, wenn die springen. Alles klar. Hier das wieder normale. Aber die interessieren mich eigentlich herzlich wenig. Was seid ihr? Okay, keine Ahnung, was ihr seid. Okay, mich interessiert jetzt allerdings, was hier drin ist. Okay. Oh. Kann ich das nur so machen? Ah, da kam nur einmal eine Münze raus. Okay. Nein, ich Trottel.
Ah, den kann ich auch tragen, diesen Hutteilkopf da. Okay. Interesting. Ah, ich verstehe. In dem ist die Blume drin. Aber, also nicht die Blume, sondern die Dings. Ach, jetzt bin ich selber das Ding. Okay, das wiederum ist cool. Das ist sogar sehr cool. Ja, das ist jetzt ein cooles Gimmick des Levels. Auch wenn es nicht schwierig ist, aber das ist halt witzig. Ja, sehr geil. Ja, doch, das ist cool. War zwar einfach, aber es war cool. Es ist halt immer wieder schön, wenn die Level so Überraschungen bieten, ne? So, aber jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich alles über... Ach, komme ich jetzt bei der Röhre unten wieder raus? Nee, bei der Röhre, okay. Ja, jetzt habe ich halt alles übersprungen. Ja, und damit die zweite Münze nicht mitgenommen. Da muss ich dann halt nochmal ins Level rein, aber das ist okay. Weil ich nehme an, jetzt sind wir beim Ziel. Ist okay, wir machen nochmal das Level für die zweite Münze. Alles klar. So, wir gehen noch nicht weiter, wir gehen nochmal rein. Dir gelang es also, diese Prüfung zu meistern. Vielleicht bist du ja tatsächlich bereit. Doch die noch vor dir liegenden Prüfungen werden sich als schwieriger erweisen. Ach, hör auf, Fump. So ein Quatsch. Werden sie nicht. Wir sind in Welt 3, alles noch entspannt. Ich überlege nur gerade, schafft man es irgendwie, an den vorher ranzukommen? Ich nehme an, nicht, ne? Weil sobald man hier hochspringt... Ja, ist der weg. Okay. Sobald man hier hochspringt, ist der einfach komplett weg. Gut, ja, jetzt müssen wir halt den zweiten wiederholen. Aber es wäre doch dann wahrscheinlich auch so gegangen, ne? Ja, okay. Ne, wir haben schon eine. Vielen Dank. So, wo ist jetzt die... Da ist eine Röhre. Ah, shit. Ich hab's wieder versaut. Ich glaube, die zweite Münze ist in der gelben Röhre unten. Kann ich nochmal runter? Scheiße. Ja, komm. Ja, nee, passt schon. Also ich will in die Röhre in der Mitte gehen. Können wir uns das jetzt mal merken? Dass ich das nicht nochmal falsch mache? Das wäre super. Ja, da will ich rein. Ja, wow, es ist halt auch einfach sofort einfach da. Komplett ohne Aua. Komplett ohne Probleme. Ah, Bruder. War das schlecht. Ich habe die Flagge nicht ausgelöst, ne? Ich habe die Flagge nicht ausgelöst. Oh mein Gott. War das gerade schlecht von mir? Oh mein Gott. Bitte schreibt mir, wie schlecht das gerade war, dass ich es auch nochmal bestätigt bekomme. Und wenn ihr das jetzt wirklich gemacht habt, genau mit solchen Tricks,
und mit sich YouTube-Kommentare. Also ich hoffe, ihr habt es nicht gemacht und wart schlau. Wobei es mir natürlich völlig egal wäre. Also ich... Na, also, ach, ich hab die ja jetzt! Moment, kann ich jetzt einfach... Kann ich jetzt das Level verlassen und hab die? Das müssen wir jetzt... Wir testen das jetzt einmal. Ich weiß, es stand dort, also alles wird nicht gespeichert. Ich will es aber wissen. Hab ich die jetzt oder nicht? Nein, okay. Also ich muss schon das Level abschließen, aber ich muss sie im Level nicht nochmal neu sammeln. Also jetzt wahrscheinlich schon. Aber grundsätzlich nicht. Okay. Dann sorry, dass wir jetzt zum 3.000.000. Mal das Level hier starten, aber das musste ich jetzt einmal testen. Und bei so einem kurzen Level kann man das ja gerade mal testen. So. Nein, also wann immer irgendjemand sagt, das und das, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann will man halt den Algorithmus ein bisschen pushen. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber alles hat... Also, so gut wie alles, was man auf YouTube sagt und macht, wenn man das professionell machen jetzt, ne? Also ich mach's ja nicht professionell. Ich mach's ja einfach so aus Spaß an der Freude. Aber wenn man das so machen würde, so professionell, dann ist alles, was man sagt, hat dann natürlich einen Hintergrund. Da wird nichts dem Zufall überlassen. So, jetzt können wir einfach ins Ziel. Alles easy. Okay. Also man muss das Level abschließen, aber man muss die Münze nicht nochmal sammeln, wenn man dann zwischendurch ein Leben verliert. Gut. Haben wir verstanden. Dann verstehe ich zwar nicht, warum man es nochmal abschließen muss, weil, ne? Dann kann ich... Es macht keinen Unterschied, aber gut. So. Und jetzt sind wir in der nächsten großen Abschnittswelt hier, wo wir das Level Schwärmertest vor uns haben und das Level Stacheltest. Mit 4 Sternen und das andere waren 3 Sterne. Und danach kommt dann, könnten wir schon freischalten, das nächste Level. Und hier gibt es nochmal 2 Zusatzlevel dann. Okay, ansonsten hier nichts Verstecktes. Okay, haben wir noch Zeit für ein Level? Ja, haben wir noch. Machen wir den Schwärmertest. Dann gucken wir mal. Unterm Nachthimmel. Das sind offensichtlich die Schwärmer. Gehen die kaputt? Ja. Ah, das kommt wieder. Okay, mich würde jetzt interessieren... Okay, das können wir kurz testen. Wenn ich von so einem Ding getroffen werde... Ja, jetzt hat mich das andere getroffen. Jetzt kann ich es nicht testen. Ich wollte wissen, ob ich dann... Okay, das wollte ich testen. Ob die mich auch treffen können. Und nein, können sie nicht. Sehr gut. Jetzt gehen wir hier einmal durch. Und können direkt den Kollegen hier auslösen. Okay, das ist wieder so ein Sternlevel. Mit jedem Stern erhöhe ich die Dings. Damit ist es fast so eine Art Verschnaufpause eigentlich, ne? Weil es ist halt super easy. Man kann es eigentlich gar nicht großartig versauen. Außer man verpasst halt einen Stern, den man millionenfach hier ins Gesicht gedrückt bekommt. Da ist die letzte Zehnermünze. Sehr gut. Ah, ist ein schönes, entspannendes Level. Das ist mal was. Das hier nenne ich Verschnaufpause. Und guck mal, wir haben schon wieder 999 Münzen. Wir haben schon wieder zu viele lila Münzen. Wir müssen schon wieder Geld ausgeben. Wir müssen einfach schon wieder Geld ausgeben. Das war super kurz und oh, interessantes Level. Überhaupt nicht. Warum das jetzt ein 3-Sterne-Level allerdings ist, ne? Es war halt super einfach. So. Ein Shop wäre jetzt ganz cool. Das ist ein Verschnaufpause-Level. Ach, gehen weg, Fump. Ihr konntet also ihre komplexen Bewegungen vorhersehen? Nee, konnten wir nicht. Wir hatten einen Stern und sind einfach alles kaputt gerannt. Also...
Wird der Meister etwa zum Schüler werden? Fump. Du bist einfach nur schlecht, Fump. So ein Ding ist das. Okay. Damit habe ich hier aktuell kein nichts zum Geld ausgeben, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Soll ich mich dann mal kurz kommen? Dann porten wir uns zu irgendeinem Laden schnell. Da ist Laden. Doch, hier unten war ein Laden. Siehst du, ich bin blöd. Alles gut. Dann kaufen wir halt wieder, bis wir bei 800 sind, kaufen wir Anstecker. Ja, haben wir schon. Perfekt. Aber ich muss jetzt Geld ausgeben. So, wenn ich jetzt... Ja, haben wir auch schon. Schlauer wäre es jetzt natürlich, gezielt Anstecker zu kaufen. Ne? Aber ist jetzt wurscht. Wir haben so viele Münzen. Also dann kriegt man das mit den Ansteckern ja super easy zusammen. Weil wenn man dann nämlich mit 30 Münzen in der Super-Spezialwelt, wenn man dann da ja gezielt Anstecker kaufen kann, also dass man sagt, ich will nur blaue Toad-Anstecker kaufen, erhöht man ja die Chance, was Neues zu bekommen enorm. Ja, so langsam. Also, ein bisschen viel Pech haben wir aber gerade auch. Wir haben noch nicht mal ein Drittel der Anstecker. Na, wir haben doch ein bisschen mehr wie ein Drittel der Anstecker. Aber dafür hatten wir jetzt ganz schön viel Pech. Okay, so. Gehen wir wieder hoch. Achso. Gehen wir wieder hoch. Und machen noch das Level hier. Komm, das passt auch noch rein. Das war gerade so kurz, das Level. Feuer frei. Stachelte. Yo! Oh, das war sehr smart von mir. Nein, ich wollte extra. Mann, nur wegen der Münze. Oh mein Gott, ich treffe die Kollegen nicht. Warum bin. Oh Gott, war das schlecht. Ja. Aber das Abzeichen passt ganz gut dazu. Aber Gott, war das gerade schlecht. Aber bleiben die dann einfach da stehen? Ja, die bleiben da einfach stehen, okay. So, mein Ego will, dass ich das nochmal mache hier. Sehr gut. Ah, das reicht tatsächlich nicht. So. Wie gesagt, mein Ego möchte, dass ich das nochmal... Okay, wie komme ich denn jetzt daran? Ah! Ich habe mich schon gewundert. Ich glaube, den habe ich jetzt versaut, ne? Ah, ich kann ihn mit dem Rüssel holen. Sehr gut. Wait a moment. Aha! Alles klar, übertreibt. Okay. 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 Bleib hier, Elefantico. Gut, einmal auslösen. Nein, ich erwische nicht. Okay, doch. Okay, war aber nicht so wichtig. Großer Goomba. Noch ein größerer Goomba. Größerer Goomba, natürlich. So, let's go. Was passiert jetzt? Oh, wir sind wieder der. Oh, das ist so cool, dass das wieder vorkommt. Weil das war echt witzig. Das hat sowas von, Kennt ihr Doodle Jump? Das war so ein Handy-Game früher. Was heißt früher? Das gibt es bestimmt immer noch. Das erinnert mich voll daran.
Wobei Doodlejump, nicht, also Doodlejump war schon an. War schon anders. Aber das ist voll lustig, mit dem zu springen. Das ist eine schöne. Die Blumen immer, ey. Das muss man auch erstmal synchronisieren, ne? Ja, ich wollte sagen, das war ist eine schöne Abwechslung, diese Sprungpassage. So, aber es fehlt noch, das dürfen wir nicht vergessen. Mist. Es fehlt noch die dritte, ja, genau die. Ja, okay. Das war jetzt nicht das Problem. Sehr gut. Wunderbar. Dann gibt's ja gar nichts mehr zu meckern in dem Level. Wir haben alles geschafft. Bye-bye. Gut, schließen wir hier ab. Machen das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.